Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal nicht zu einer Schwimmfahrt, sondern zu einer Turnfahrt. Wenn ihr mal den Auftrag haben solltet, hier von der Realschule, Schulzentrum, Haltestelle Schulzentrum in Bergkamm zu einer Turnhalle in, was ist das? Weddinghofen? Nee, ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Ich weiß aber, wo die Turnhalle ist. Das sehen wir gleich. Drauf steht, dann seid ihr jetzt richtig beobachtet, wie man da hinkommt. Also wir sind jetzt hier Schulzentrum Realschule in Bergkamen. Auf geht's. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Immer nur Schwimmfahrten. Letztes Mal sogar ausgefallen. Ich schaffe das nicht immer, alle Kanäle gleichzeitig zu bedienen. Ich hatte selber Urlaub und deswegen ging das nicht. Hier auch alles 30er Zone. Immer schön aufpassen. Ich muss ja auch aufpassen, weil ein netter Kollege von euch, keine Ahnung wer das ist, der hat sich in den Kopf gesetzt, nach Fehlern von mir zu suchen. Schade, 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 sage ich dann nur. Da sind 1000 Leute, die sich diese Videos anschauen, sind ja hilfreich für alle. Nicht nur für Busfahrer, für Fahrgäste, sondern auch für diejenigen, die die ganze Umgebung mal hier sehen wollen, wie das hier abgeht und und. Aber nein, ein oder zwei, ja, ich will jetzt nicht beleidigend werden, müssen aber nach irgendwelchen Sachen suchen, um mir an eine Karre zu pissen. Ja, dann macht mal weiter. Auf jeden Fall sieht das alles schneller aus, als es ist. Das sage ich hier immer wieder. Ist auch unten drunter immer geschrieben, dass wir uns an die Verkehrsregeln halten. Wir halten uns an die Verkehrsregeln und fahren hier links. Nein, ungelogen, das sieht wirklich in den Videos, ich habe manchmal mal selber meine Videos, wenn ich da anschaue auf YouTube, das sieht tatsächlich schneller aus, als es tatsächlich ist. Und wenn mal 1, 2 km/h 30 mal 35 zu fahren ist, ne, Gas weg und gut ist, da ist ja nirgendwo ein Radargerät oder Blitzer, wenn man vorausschauend fährt, sieht man ja, ob da ein Blitzer ist oder nicht. Aber nein, es gibt einen, die haben das bestimmt nah gezoomt, geguckt und oh, der fährt 32, ja schön. Naja, wollen wir das Thema jetzt mal weglassen, sonst animieren wir noch andere, das auch zu machen. Ist klar, wo nach Fehlern gesucht wird, wird man irgendwo etwas finden. Bin ja auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, kein Roboter, kein Computer, den man eintippt, so, du hast jetzt genau 30 zu fahren oder du hast jetzt genau das zu machen. Aber ich habe bis jetzt noch keine Punkte in Flensburg, egal ob privat, egal ob ich mit dem Bus fahre. Noch nicht mal ein Knöllchen, geschweige denn Geschwindigkeitsüberschreitungen in irgendeiner Form. Ja, und ich mache das schon seit 25 Jahren. Braucht mir keiner von irgendwelchen Sachen erzählen. So, wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese Linie. Ich habe natürlich wieder keine Fahrgäste drin. Habe auch meine Ruhe und Pausen und Zeiten eingehalten. Nicht, dass einer auch noch auf die Idee kommt, der fährt in den Pausen durch die Gegend. Und glaub mir, es ist alles abgesegnet, was ich hier mache. Das ist eigentlich eine ganz kurze Strecke, eine kurze Fahrt, aber wenn man eben halt nicht weiß, wo die Turnhalle sich befindet, dann kommt man woanders hin. Wir machen direkt die Rückfahrt mit, damit ihr auch wisst, wie man an die Schule kommt. Wir fahren an der Ampel rechts Richtung Rünte.
Jetzt weiß ich auch, wie die Turnhalle heißt. Oberberge müsste das sein, in Oberberge. Wie gesagt, wenn ihr im Auftrag drin stehen habt, Schule, Realschule, Schulzentrum, Bergkamm, Oberberge, Turnhalle, dann seid ihr hier richtig. Wenn so Haltestellen kommen, braucht ihr euch da natürlich nicht zu orientieren, wenn da Leute sind oder so. Die werden zwar gucken, aber oben habt ihr dann meistens dann Schulfahrt draufstehen. Und es gibt dazwischen, wie gesagt, keine Haltestellen. Von da hinten, also ich kann es von hier aus schon sehen, die Turnhalle, wie gesagt, es ist nicht allzu weit. Aber wenn die das Stück laufen müssten, dann wären sie schon kaputt, bis sie hier vorne angekommen sind. Wir fahren hier rechts rein. Ihr könnt euch an dem weißen Schild, was da ist, orientieren. Da steht drauf Sportanlage Bergkamen Oberberge. Ne, wenn das bei eurem Auftrag steht, Oberberge Sporthalle, dann wisst ihr jetzt, wo das ist. Heute haben wir ein bisschen regnerisches Wetter ausgesucht. Fängt langsam an, alles grün zu werden zwar. Aber mal schauen. Bald bin ich ja auch wieder mit dem Reisebus unterwegs. Kann sein, dass dieser Kanal dann ein bisschen drunter leidet, wenn keine neuen Videos erscheinen. Hier vorne gibt es übrigens noch eine Sportschießanlage. Haben die neu gemacht hier. Jagdwelt 24. Da sind Jäger und Polizisten am Schießen, am Üben. Wenn ihr hier am Sportplatz seid, hier noch dran vorbei. Ihr seht rechts den Kunstrasenplatz. Hier vorne ist der Parkplatz. Ihr könnt aber mit dem Bus nicht da drauf. Wenn ihr das Schild seht, Sportanlage Oberberge, weit genug hier vorfahren, vorne hinten aufmachen, dann die Schüler rauslassen. Hier vorne ist sofort die Turnhalle. Bei der Abholung das gleiche, wie wir jetzt gemacht haben, auch hier halten, nicht irgendwie auf der anderen Seite oder so. Und tatsächlich auch hier halten, wo das Sportschild hier ist. Nicht erst da vorne, meint man zwar gut, da brauchen die nicht rüberlaufen, sind sie an der Turnhalle. Allerdings machen die sich dann ihren weißen Schuhe schwarz, weil hier so ein Graben ist, der nicht ganz sauber ist. Wir machen auch schon direkt die Rückfahrt. Wieder zurück zum Schulzentrum. So. Hab schon mal gesehen, Kollegen haben dann hier angehalten, weil das einfacher für die ist, da rüber zu laufen. Aber haben sich geweigert, dann rauszugehen wegen den Schuhen. Schön wäre es natürlich, wenn man auf dem Parkplatz konnte, aber da ist Wendekreis für den Bus nicht gegeben. Man kann da tatsächlich unmöglich drehen. Wir fahren am Stoppschild rechts, nachdem wir natürlich am Stoppschild auch tatsächlich anhalten. Der Kollege zum Beispiel hätte jetzt Strafe bezahlt, habt ihr gesehen. Der ist einfach durchgefahren. Hier auch wieder alles 50er Zone. Die Leute, die schon meine anderen Videos geguckt haben, die ganzen Schulfahrten, die wissen, dass hier rechts auch noch eine Grundschule gibt. Hab sogar vergessen, wie die heißt.
Es sind so viele Schulen, so viel. Ich sehe das immer nur an den Nummern, an den Daten, an den Haltestellen. Das sage ich euch ja immer wieder. Merkt euch Haltestellennamen, dann wisst ihr immer, wo da welche Linie verläuft, ob ihr rechts müsst oder links müsst. Wenn ich neue Fahrer bekomme zum Einweisen, zum Lernen, dann sage ich denen das als erstes. Schreibt euch auf, merkt euch Haltestellen. Manchmal ist es so, kriegen wir Fahrer, die gerade von der Schule sind, von der Fahrschule, aber eben halt noch nicht alles wissen. Und da ist ein Mehmet Oe natürlich willkommen, wenn er denen auch noch ein paar Tricks erzählt. Letztens ein Kollege sagte, warum machst du keine Fahrschule auf? Du kennst so viele Sachen, habe ich gesagt, nein, nein, lass mal lieber. Das ist schon gut genug, so wie es ist, bis ich mich da mit den ganzen Behörden und Prüfern und angetraut habe, bin ich schon längst ein Rentner. Hier fahren wir übrigens rechts. Und ordnen uns sofort links ein. Das müsste euch jetzt bekannt vorkommen. Auf der Hinfahrt sind wir hier an der Ampel links abgebogen. So, wir haben den grünen Pfeil. Nochmal vergewissern, alle Spiegel gucken, beobachten, Schulterblick. Und dann können wir hier reinfahren. Die Strecke ist auch wieder 30. Aber ihr müsst hier aufpassen, wenn ein anderer Kollege euch entgegenkommt. Oder etwas Größeres. Müllwagen, LKW etc. Warum, erzähle ich euch gleich. Vielleicht haben wir gleich diese Situation, werden wir haben. Der eine bremst schon. Warum bremst der? Weil da Gegenverkehr ist. Deswegen halten wir auch hier. Der Typ, der weiß jetzt auch nicht, was er macht. Zum Glück guckt er jetzt nur nach hinten. Den geben wir auch frei. Und wenn ihr euch vorstellt, noch ein Bus, das wird tatsächlich eng. Und da muss man aufpassen. Zur Not eben halt den Bürgersteig hier mitnehmen. Der Kollege da hinten, der wartet auf mich. Okay. Weil manchmal mit Bus an Bus ist Spiegel an Spiegel so richtig eng. Natürlich bedanken wir uns recht freundlich. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man wartet. In England schon. Das sage ich auch immer in den ganzen Videos. Aber das gehört sich nun mal so, damit hat man sich erstmal auf Gegenseitigkeit. Ne? Warum sich das Leben schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Und im Straßenverkehr, da will jeder immer auf sein Recht bestehen und das ist nicht gut. So, wenn ihr dann dieses Gebäude da seht, Katis Imbiss oder Bäckerei oder was das da war, dann habt ihr auch schon die Haltestelle direkt vor euch. Hier vorne haben wir die ja abgeholt. Theoretisch müssten wir bis zum Ende am Kreisverkehr drehen und wieder zurückfahren, aber ist mit den Lehrern abgesprochen. Ich frage immer, wollt ihr hier raus oder soll ich drehen? Weil die wollen schnell in ihre Pause. Deswegen könnt ihr die hier rauslassen. So, und hiermit ist wieder eine, ja, diesmal eine Tourenfahrt zu Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet wieder ein. Nächstes Mal, wenn es heißt, auf Busfahrschule OE gibt es was Neues. In diesem Sinne, macht's gut, euer Mehmet OE. Ciao, Leute.